Das, was es heutzutage überall gibt. Perfekt. Orks und Söldner. Wenn du Glück hast, findest du dort vielleicht Arbeit. Was machst du denn hier? Was machst du hier? Ich bin Jäger, aber die Zeiten sind schlecht. Zu viele Wölfe, zu wenig Jagd auf Wölfe. Zum Glück machen mir die Orks einen sehr guten Preis für die Wolfsfälle. Kannst du mir das beibringen? Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Klar kann ich das. Aber was habe ich davon? Was verlangst du? Bring mir 10 Wolfsfälle, die ich verkaufen kann. Die Orks in Kap Dun haben Massen davon. Anschließend zeige ich dir, wie man jagt. Meinetwegen. Zeig mir mal deine Ware, Jens. Zeig mir deine Ware. Hirschgeweih. Klar, das kann ich auch super gebrauchen. Ich habe nichts mehr zum Verkaufen. Außer diesem Ding. Du bist mir nicht mehr von Nutzen. Schön in den Rücken gefallen. Komm her. Komm her, mein Freund. Komm her, Arschloch. Scheiße, wieso warst du denn schneller? Stirb! So, hier bringe ich schon noch deine Fälle, mein Freund. Aber was... Oho. Nicht schlecht. Ein Wert von 18.500. Nicht schlecht, Herr Specht. Und dazu noch ein paar Truhen hier drin. So muss es doch sein. Bisschen Rohstahl. Eine Truhe. Verdammt, ich habe vergessen, die Ringe anzulegen. Das mache ich gleich. Noch eine Truhe. Was hat der hier eigentlich als Jäger alles hier drin? Beim nächsten Mal kommst du nicht. Na, glaube ich schon. Gute Nacht. Geiler Morgen. Echt geiler Morgen. Moin. Man sieht ja überhaupt nichts hier. Was ist denn das nur für ein Wetter? Schlimmer noch als in Großbritannien. Okay. Na? Schaffst du schön, mein Freund? Zack. 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 Naja. Guten Tag, Silas. Oho, ein neues Gesicht. Ich bin Söldner. Mein Name ist Silas. Ich bin... Eine weitere arme Sau, die versucht ja, klar zu kommen. Ich kenne das. Ist bei uns allen gleich. Melde dich bei Bufford. Vielleicht hat er Arbeit für dich. Ha, wenn ich Glück habe, bekommst du meinen Job. Joop, wer ist denn Bufford? Oder Bufford? Ja, wer ist Bufford? Er ist ja der Chef. Zumindest von uns Söldnern. Also, wenn du nicht gerade ein Ork bist und zu Uruk gehörst, ist er deine einzige Chance, hier ein Bein auf die Erde zu kriegen. Du findest ihn am Ende der Hauptstraße. Er steht meistens vor seiner Hütte. Und, was machst du hier? Was machst du hier? Ich muss hier auf die Sklaven aufpassen. Vor kurzem ist einer von ihnen abgehauen. Seitdem dürfen wir die Sklaven keinen Augenblick unbewacht lassen. Was gibt es denn so in der Stadt? Was gibt es in der Stadt? Stadt? Kap Dun ist viel, aber sicher keine Stadt. Hier gibt es nicht mal eine Kneipe. Aber wenigstens bekommt man hier Arbeit. Du wirst schon zurechtkommen. Ich überlege gerade, gibt es überhaupt in ganz Montera eine Kneipe? Ach ja, es gibt... Ja, vergiss es. Guten Tag, Robok. Tja, was willst du, Mora? Was ist denn deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Stadt. Kap Dun ist ein verfluchtes Drecksnest. Ich wäre lieber bei meinen Brüdern vor Vengard, der Hauptstadt eures Marionettenkönigs, als hier Wache zu stehen. Oh, Pech, ne? Brauchst du denn was? Brauchst du irgendwas? Allerdings, Ruhe in dieser Stadt. Mach uns also keinen Ärger. Geh nicht ans Sachen. Ich hoffe, du verstehst mich, Mora. Naja, das Übliche halt. Greif nach was und du kriegst aufs Maul. Hallo, Gamal. Hey, du. Du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei mehr Gold als gebrauchen. Wer bist du denn? Wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Was muss ich denn für dein Gold tun, mein Freund? Was muss ich für dein Gold tun? Einer meiner Sklaven, Harek, dieser räudige Mistkerl, ist geflohen. Ich komme hier nicht weg und brauche jemanden, der mir den Kerl wieder einfängt. Wie wär's mit dir? Du siehst aus, als wärst du nicht gerade Wie kommst du denn darauf? Na, wo ist er denn? Ich fang Harek wieder ein. Wo ist er? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon geholt. Wahrscheinlich ist er noch in der Gegend. Vielleicht hat ihn vor der Stadt jemand gesehen.
Das Leben scheint sich zu lohnen als Sklavenjäger. Das Leben als Sklavenjäger scheint sich zu lohnen. Hilf mir, dann erzähle ich dir vielleicht mehr okay. darüber. Und du versklavst wirklich Menschen für die Orks? Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit, wie auch jeder andere auch. Erst kürzlich habe ich den Ork sogar einen echten Paladin. Ich habe noch nie einen gefälschten Paladin gesehen. Du hast einen Paladin an die Orks verkauft? Du hast einen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Der Kelch, wo ist denn die Ausrüstung jetzt? Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkras. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Naja. Hallo? Keiner da? Hallo? Keiner da? Schubst mal weiter. Noch eine Assassine. Aber erstmal hier rein, das sieht wichtig aus. Hallo? Benimm dich in dieser Klar. Stadt, Neuling. Sonst wirst du als Fischfutter. Ich habe bisher noch keinen Fisch gesehen. Ja. Wessen Haus ist denn das hier? Wessen Haus ist das hier? Hier wohnt Uruk. Er ist der Boss der Stadt. Oh. Komm nur nicht auf die Idee, ohne Erlaubnis durch diese Tür zu gehen. Habe ich aber beinahe gemacht. Ja. Kann ich ihn dann sprechen? Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir das vertrauen könnt ihr. Können. Ich bin nochmal weg, ne? Hallo Esel. Ne, Esel. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Was machst du denn hier so? Was machst du hier? Ich bin der Alchemist der Stadt und sehr beschäftigt. Kannst du mir was denn über Alchemie beibringen? Kannst du mir Alchemie beibringen? Tu etwas für mich, dann werde ich sehen, was ich für dich tun kann. Verkauf mir deine Tränke. Wo kommen wir denn dahin, wenn ich jedem dahergelaufenen meine Ware verkaufe? Dafür wirst du schon etwas tun müssen, Meister. Gib mir deine Wahrheit. Was willst du? Ich brauche einen Sack voll Zutaten für meine Arbeit. Besorge mir ein Dutzend Heilpflanzen und wir kommen... Alle wollen sie Heilpflanzen, auch dieser eine komische Typi da, der Doc, was ihr natürlich nicht mitbekommen habt, weil meine Festplatte voll war. Der wollte auch ein paar haben. Ja, wer bist du denn? Hallo, Buffett. Du bist neu hier, oder? Bist du gekommen, um für die natürlich Orks nicht. Arbeiten? Ich möchte hier einfach mal so in eine Orkstadt rein, um besser zu sein. Ja, aber auch nur bei den Söldnern. Die Orks sind die Herren der Stadt. Aber als Söldner der Orks... lässt es sich eigentlich recht gut an ihrer Seite leben. Was ist mit dir? Einen starken Kerl wie dich kann ich brauchen. Was mir übrigens aufgefallen ist, ich habe noch keine einzige Orkfrau je gesehen. Was wäre denn, wenn ich mich den Söldnern, gut, nicht den Orks, sondern den Söldnern anschließen möchte? Was wäre, wenn ich mich den Söldnern anschließen möchte? Gut, pass auf. Dein Moment Ansehen mal kurz. Ist deine härteste Währung. Es klingelt gerade das Telefon. Ich lasse es erstmal so laufen, ich bin gleich wieder da. Wenn du die Orks dazu bringst, dass sie dich mit dem obersten Ork reden lassen, dann hast du es geschafft.